herzlich willkommen zu meinem allerersten Vlog. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen mit und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ihr seht mich jetzt wahrscheinlich in einer etwas anderen Perspektive als sonst, weil ich habe mir eine Vlogging-Cam gekauft, weil ich jetzt öfter für euch vloggen möchte. Und zwar habe ich mir da die Canon Leica Mini gekauft und ich hoffe, das passt alles vom Bild. Wir fahren jetzt in ein Shopping-Outlet, weil wir Urlaub haben und wir dachten, da es sich anbietet, warum nicht. Das Outlet ist in Nähe Frankreich an der französischen Grenze und da fahren wir jetzt erstmal hin und ich melde mich dann, wenn wir dort sind. Wir sind da! Wir fahren jetzt wieder zurück. Eigentlich war ich ja da, um irgendwie Klamotten zu shoppen oder so, aber ganz ehrlich, es wird nur hier Haribo, Lindt, also alles nur zum Essen und ein bisschen Schminke bei Kiko, aber ansonsten war leider nichts dabei. Wer ist es? Voll wenig. Wir fahren jetzt gerade nach Hause und wir müssen noch einkaufen, nicht wahrscheinlich. Wollten wir heute Abend vielleicht noch ins Kino, jetzt ist 16:30, müsste man eigentlich noch schaffen. Ich glaube, der Film fängt um 20:30 an, aber ich schaue noch mal zu Hause nach. Jetzt überlegen wir noch, ob wir The Visit nehmen oder Sinister. Hi Leute, wir fahren jetzt ins Kino und wir haben uns jetzt doch für The Visit entschieden, weil wir wussten ja nicht genau, The Visit oder Sinister, ne? Sinister 2. Genau. Und wir fahren jetzt ins Kino und melden uns dann gleich nochmal zurück. Guten Morgen Leute, ich habe mich gerade fertig gemacht, weil wir fahren gleich ins Einkaufszentrum, aber vorher frühstücken wir erstmal noch. Die Brötchen sind gerade noch im Ofen und gestern Abend konnte ich nicht mehr filmen, weil wir waren echt knapp dran für ins Kino und es hat gerade so gelangt und wir waren ja letztendlich in dem Film The Visit. Der ist ab 12 Jahren und von daher ist es natürlich nicht so gruselig und nicht so brutal. Generell war der Film ganz gut, aber ja, also die hätten den ein bisschen spannender machen können auf jeden Fall. Und naja, ich wollte euch noch zeigen, was ich im Outlet gekauft habe. Also normalerweise waren wir ja dort, um Kleidung zu kaufen oder irgendwie sowas, aber letztendlich wurde es dann doch nur Schminke und Essen und ich zeige euch das jetzt mal in der Haribo Boutique und da haben wir uns dann einmal so ein Party-Mix mitgenommen, da sind dann verschiedene Haribos drin und ansonsten war das dann noch so eine Box mit so sauren Sachen, die lieben wir ja. Dann habe ich mir noch was Kleines an Schminke bei Kiko mitgenommen. Das zeige ich euch dann aber in einem Haul. Ansonsten waren wir noch bei Lindt und da haben wir auch schon probiert. Also die Schokolade ist mega gut und die gibt es hier glaube ich auch gar nicht. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht in unseren Einkaufsmärkten gesehen. Und sie sieht anders aus. Innen ist dann so Nuss mit so einer Creme. Ich warte gerade noch auf Arthur, damit wir dann endlich frühstücken können. Der ist gerade duschen. Meine Haare sind echt schon geworden, aber ich bin mal gespannt. Ich möchte mir dieses Wachstumsserum da von Redken kaufen und dann bin ich mal gespannt, ob es dann noch besser wird. Ich habe hier noch immer diese kleinen
Haare hier oben, das kam ja auch von dem einen Serum. Also auf jeden Fall, wenn ihr so ein Serum benutzt, bekommt ihr so ganz viele kleine Haare überall. Und ansonsten finde ich, dass die Kopfhaut auch gepflegter ist. Und ich denke, dadurch können, ja, ich weiß nicht, ob sowas das Haarwachstum beeinflussen kann. Also auf jeden Fall fand ich, dass meine Kopfhaut extrem gut gepflegt war und dann, wie gesagt, hier ganz viele kleine Haare gewachsen sind. Deswegen, ich werde mir das im Laufe der Woche, denke ich, bestellen und dann mache ich das mal eine Zeit lang und dann berichte ich euch mal drüber, wie ich das fand. Es ist auch ein bisschen günstiger als das von Kerastase. Also Kerastase, das Haarserum hatte 35 Euro gekostet und von Redken, glaube ich, gibt es das schon in eBay für 25. Von daher mal gucken. Und bei der Carina habe ich gesehen, dass sie ja zwei Pflegeserien so mischt, also zwei Shampoos und Spülung. Und ich denke, das probiere ich auch mal aus, weil ich würde mir wünschen, dass die noch länger werden. Also meine Ziellänge ist bis hier unten, hätte ich gern die Haare. Und ja, mal sehen. Also ich lasse die jetzt schon seit über einem Jahr nicht mehr färben, weil meine Haare halten echt gar nichts aus. Also was Färben betrifft, Glätten und Föhnen, darf man am besten gar nicht anfassen. Und deswegen, ich denke mal, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr färbe, ist auf jeden Fall schon besser geworden. Hier unten sind halt noch immer die Reste der Farbe drin, weil ich hatte, es waren fast schwarze Haare und das wollte ich dann nicht mehr. Und dann haben die mir bei dem Friseur so ganz viele Strähnen reingezogen und die sind jetzt schon hier unten. Das sieht man wahrscheinlich. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Einkaufszentrum und als allererstes gehen wir mal in den Primark und dort gucke ich dann mal, ob ich vielleicht Schals finde, weil ich bin ja Schal-crazy. Und ansonsten, weiß nicht, so Hausschuhe brauche ich und noch Bobby-Pins, ihr kennt das ja, das mysteriöse Verschwinden der Bobby-Pins. Ihr kauft euch ein Päckchen, einen Tag später ist keine mehr da, ne? Ich werde noch so ein Buch kaufen und das nennt sich, glaube ich, The Secret oder so. Also da gibt es auch so ein riesen Buchgeschäft, da schaue ich dann mal nach dem Buch. Was wir nämlich noch brauchen, ist einmal eine Lichterkette, weil ich mache so ein DIY, wie nennt sich das, Drahtball, Lichterkugel, sowas. Dafür brauche ich noch die Lichterkette, nur wir haben gerade das Ankleidezimmer, dafür ist dann auch diese Kugellampe und dann brauche ich noch so eine Vase. Weil dann will ich so Äste nehmen und die mit so Sprühkleber ansprühen und dann so Glitzer drauf machen, weil das sieht sehr schön aus. Und genau, dann gehen wir noch zu Nanunana, weil dort gibt es ja dann diese Vasen und Deko-Elemente und Kram und bei Depot. Da gehen wir dann noch rein. Wir sind erst vor 2 Monaten in unsere Wohnung eingezogen und deswegen ist so gut wie noch nichts fertig, also kein Zimmer, kann man sagen, ist so gesehen noch gar nicht fertig, also es fehlt überall noch was, ja. Und da machen wir dann immer so ein bisschen, wenn wir Zeit haben, besonders die Abstellkammer, die ist Katastrophe, da ist noch gar nichts passiert, das war mal ein Gäste-WC. Und das ist noch die allergrößte Baustelle, ansonsten in den anderen Zimmer ist dann eher so Farbgestaltung, Dekoration und das fehlt noch alles und das müssen wir noch alles machen. Ja, aber die Zeit, die rennt immer davon und ihr wisst ja ganz genau, wie das ist. Wenn ihr mal frei habt, ihr nehmt euch so viel vor, habt ihr vielleicht, wenn es hochkommt, 3, 4 Dinge von denen, was ihr eigentlich geplant habt, weil einfach die Zeit so schnell vorbeigeht, ne? Naja, das kriegen wir alles noch hin, es braucht nur ein bisschen Zeit und ja. Falls, wir haben vielleicht vor, das Wohnzimmer noch ein bisschen umzugestalten, aber ich muss mal sehen, ob wir das die Woche schaffen oder nicht und ob ich das mitten im Vlog reinnehmen kann oder nicht. Das seht ihr ja dann. Und ja, wir sind auch schon bald da. Wow, das war eng. Leute, heute gab es gratis Donuts. Jeder von uns hat so eine 4er-Box Donuts bekommen. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann esse ich jetzt erstmal so Donuts, weil wir haben ja heute dann nur gefrühstückt und ansonsten nichts und es ist jetzt schon 3 Uhr. Oh ja, mein Donut! Wir sind gerade zu Hause und ich zeige euch gerade mal die Donuts, die wir so bei Dunkin' Donuts gekauft haben. Also das Krümelmonster ist ja mal richtig cool, genauso wie der. Der nennt sich Invader oder wie nennt sich dieser
Space Invader, genau. Und ansonsten Strawberry haben wir hier noch. Bei dem Weißen weiß ich gar nicht, was das ist. Aber die schmecken wirklich richtig gut. Aber die kommen jetzt erstmal in den Kühlschrank, weil wir fahren jetzt gleich zu Ikea. Hi Leute, wir fahren jetzt zum Ikea. Wir haben jetzt gleich schon 16 Uhr. Und ja, wir gucken da eigentlich eher so nach Deko, nach Kissen für auf die Couch. Aber wir haben eine riesige Couch ohne Kissen. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Kissen. Und ich hatte ja heute Morgen gesagt, dass das Ankleidezimmer neu gemacht worden ist oder dass wir dabei sind zu renovieren. Und für da brauche ich dann auch noch ein paar Sachen und eigentlich noch eine Blume und noch Bilderrahmen und Wanddeko, irgendwie sowas. Und ich melde mich, wenn wir da sind. Auf dem Nachhauseweg und ich denke, voll mit Kissen. Genau, hier alles eingekauft. So, ich denke mal, heute werden wir nicht mehr viel machen. Uns wahrscheinlich noch einen Film angucken und irgendwas Leckeres koche ich noch. Chartis-Donuts noch essen. Genau, unsere. Ja, genau, wir haben uns ja heute die Dunkin Donut Box gekauft, weil wir ja gar nicht wussten, dass diese Gratis-Aktion ist. Und dann auf einmal haben wir gemerkt, dass es da Donuts gratis gibt. Ne? Naja. So Leute, wir essen jetzt noch und danach schauen wir uns noch einen Film an. Es ist auch schon mittlerweile 8 Uhr und wir waren ja vorhin noch bei Ikea. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und ich würde sagen, ich beende hiermit den Vlog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!